Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Podcast, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und das da hinten ist übrigens mein Hund, der hat jetzt gerade richtig Spaß hier im Garten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn heute geht es um die Fortsetzung von der Folge, die vor ein paar Tagen herausgekommen ist. Da waren wir nämlich in einem Online-Shop für Pflanzenraritäten. Und in dieser Folge haben wir versucht, meine erste Wishlist-Pflanze für das Jahr 2022 zu finden. Die Folge wurde aber ein bisschen lang, deswegen habe ich die einfach mal zweigeteilt. Und heute in dieser zweiten Folge gibt es auf jeden Fall meine Wishlist-Pflanze. Und die Pflanze ist auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich richtig drauf, die euch gleich vorzustellen. Aber jetzt würde ich sagen, wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen haben solltet, Leute, dann besonders wichtig, guckt euch erst die erste Folge an. Wie ihr die findet, ist ganz einfach. Die Handybenutzer unter euch, die können jetzt einfach hier oben in die Ecke klicken und der Rest von euch mit Computer, bla bla bla, einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es den direkten Link zum Video. Und ansonsten halte ich jetzt mein Bubble und ihr haut jetzt nochmal unten einen Daumen raus für dieses Video, denn das bedeutet immer für mich viel und ist für euch nur ein Klick. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, und jetzt haben wir hier noch so ein paar Boxen stehen, ne? Das hier sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Chris, erzähl mal was. Ja, ist eine Scindapsus-Art. Wir haben sie uns mal importiert als Scindapsus Snakescale. Und ja, das fand ich einfach, diese Musterung, die fand ich einfach mega klasse. Weswegen wir entschieden haben, ja, okay, davon wollen wir mal ein paar holen und gucken und versuchen, die dann halt vielleicht zu vermehren oder. Das ist der Hammer. Also wenn man das hier sieht, ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt jetzt hier auf der Kamera, aber ich glaube schon. Ja, und wo wir gerade beim Thema Rangstäbe sind, hier haben wir auch nochmal so ein Moosbrett in Eigenkreation. Do it yourself natürlich. Definitiv, wieder. Definitiv. Und das Coole hier drin ist, wächst halt schön, hat die Möglichkeit links und rechts ordentlich auszutreiben. Und ist halt schnell gemacht und einfach. Ja. Naja, aber da, ich denke mal, das hast du ja in deinem letzten Video auch mal ganz gut erklärt. Ja. Die ganzen Vor- und Nachteile von irgendwelchen Rangstäben. Genau. Zu dem Thema, wenn wir gerade dabei sind. ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich das ganze Rangstab-Thema mal so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, beleuchte. Und das erste Video kam ja schon und da werden wir jetzt mal gucken, ob in den nächsten Monaten da tatsächlich so krasse Unterschiede sein werden zwischen einem trockenen Kokosstab oder hier so einem befeuchteten Moosstab oder vielleicht auch nur einfach an Holz. Wir werden es sehen, wir können alle gespannt sein und falls ihr dieses Video verpasst habt, ich verlinke es euch mal hier unten. So, aber jetzt machen wir hier erstmal wieder weiter und zwar mit dieser hier und zwar einer Monstera Oblica Box. Genau, ja. Es ist eine kleine Box mit gesammelten Werken. Ja, in der Box stand unter anderem, jetzt lass mich selber mal schauen. Das hier ist die erste Pflanze, die wir uns jemals mal zugelegt haben. Das kann man noch erkennen. Hier ist sozusagen diese entsprechende Note, die wir mal gekauft haben, woraus die ganze Pflanze hier entstanden ist. Mhm. Ja, die hat ja auch mal vor kurzem einen Runner gebildet und ja, dann mussten wir halt die Chance ergreifen, um für die nächste Saison ein paar kleine Oblika-Pflanzen herzustellen. Okay, zum Thema Runner, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so ein Begriff, weil kommt ja wieder aus dem Amerikanischen. Stimmt. Und ja, Runner, ich zeig's dir an der. Oh. Runners. Genau, Runners sind nämlich Austriebe von der Pflanze. Meistens dann, wenn sie sich irgendwo Licht suchen, dann fangen sie nämlich an auszutreiben an einer Stelle und wachsen. Genau, und das sind so lange Ranken und man sieht halt schön auch hier die Luftwurzeln, hier momentan aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit sehr flauschig und schön hell. Ja, und normalerweise diese Luftwurzeln setzen sich in irgendeinem Substrat ab und bilden da dann sozusagen einen neuen Stützpunkt für die Pflanze und treiben von da aus dann mit neuer Kraft und Energie weiter aus. Ja, Runner sind schön, wenn sie halt nicht durchs ganze Terrarium wachsen. Verdammt, wir knoten jetzt erstmal wieder hier irgendwie zurück. Ja, genau. 5 minutes later. Und da kann man dann auch nochmal schön den zweiten Runner sehen. Wo? Ne, unten in der Kiste. Achso, da ist er ja das natürlich. Lasso. Das Lasso, richtig. Das ist die Monstera Castanianum Variegata. Ja, die hat halt auch diesen mega langen Runner. Ne, Runner halt, wie schon gesagt, der langarmige Fühler zum Licht und zu guten Bedingungen. Diesen Runner werden wir dann irgendwann bei Gelegenheit mal abschneiden. Und ja, zwischen allen Wurzeln, die da entsprechend rauskommen, sind jeweils Blattknoten, wo eine neue Pflanze aus entstehen kann. Das heißt, wir werden sie in kurze Stücke sozusagen einschneiden. Das sind die sogenannten Wet Sticks. Das heißt wirklich in Stamm mit einer Wurzel und einem entsprechenden Auge oder Blattknoten, wo eine neue Pflanze bei austreiben kann. Und wir ja, schmeißen die dann in unsere Überraschungskisten, die dann halt nächstes Jahr vielleicht für euch verfügbar sind. Und dann hat man, wenn man diese Boxen bei euch bestellt, hat man dann wie viele Pflänzchen oder Stecklinge? Oder? Das kommt immer darauf an. Wir haben die in zwei
unterschiedlichen Preiskategorien angeboten. Einmal halt, ich sag mal, die günstige Variante, da waren dann so 5 bis 10 Stecklinge drin. Und dann halt die Extended Version, sag ich mal, da waren dann teilweise auch 10 bis 15 drin, aber auch manchmal dann eher höherwertige. Das heißt, da kann zum Beispiel auch mal so ein Runner oder so eine Note, so ein Stück von der Oblika drin sein oder eine Monstera Adansoni Variegata. Da haben wir sozusagen so ein bisschen verteilt und zu sagen, jeder, ich sag mal, gerade für Anfänger, ne, da möchte man halt einfach mal so eine Starterbox haben, wo man sich halt mal, selbst wenn was davon sterben würde, dass man da jetzt nicht den finanziellen Ruin dran erleidet. Aber für die, die halt ein bisschen mehr Erfahrung haben und sich ein bisschen mehr zutrauen oder auch so ein bisschen den Kick suchen, die können sich dann halt, ich sag mal, für im Durchschnitt den doppelten Preis, sag ich mal, auch die Profibox holen mit ja, dem etwas anderen Highlight vielleicht noch drin. Ja, und hier wieder, wie man sieht, Karnivoren, genau. Ja, die fressen uns alle Trauermücken weg, wenn hier mal welche kommen, weil gerade hier in diesen Gewächshäusern ist halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und eine hohe Temperatur. Also in dem Sinne Idealbedingungen für Trauermücken, aber umso mehr natürlich auch für die Karnivoren. Ja, viele mögen sie jetzt nicht. Ich weiß nur nicht warum, weil ich finde sie mega schön hier. Ne? Definitiv. Also alleine eine Makroaufnahme von dieser Kanne, das ist schon echt wunderschön. Ja. Peristom oder Peristom heißt es, glaube ich. Das ist der Bereich hier um diese Kanne herum. Da gibt es auch noch so krasse Unterschiede mit Blau, Schwarz, Rot, Gelb, Grün und dann auch teilweise so richtig mit so Spikes, die da rauskommen, so richtig mit Stacheln. Wieder Haken, damit die Pflanze, wenn dann ein Insekt da reinkriecht, dass es halt nicht wieder rauskommt. Ja. Ja, also die haben sich da schon was bei gedacht, die Karnivoren. Also, und wenn man sich das mal so überlegt, das ist eine Pflanze, die kommt halt irgendwo vor, wo es halt wenig bis keine Nährstoffe gibt, also beispielsweise in Sumpfgebieten. Und die hat sich dann einfach über die Jahre angeeignet, ihre Nährstoffe durch Insekten reinzuziehen. Und gerade in Sümpfen, jeder von euch kennt es, ne? Wenn man in Mooren, Sümpfen und Co. sind da nur Fliegen, Mücken und Co. Ja, und genau das Zeug fressen die und davon leben die. Die brauchen keinen Dünger, die holen sich den Dünger aus den Insekten. Ja, genau. Und ich finde es einfach nur krass, dass Pflanzen einfach so auf die Idee kommen, sich zu sagen, okay, ich hole mir meine Nährstoffe jetzt woanders. Fettspot Tricolor, genau. Ist ja auch momentan so eine Hype-Pflanze, nenne ich das mal, zumindest für mein Empfinden. Und hier wird auf jeden Fall ordentlich nachgezogen, damit auch entsprechend dann... Für die kommende Saison, für jeden, was dabei ist. Genau. Wobei für jeden wahrscheinlich nicht, dafür haben wir immer noch zu wenige. Aber ja, die Chancen im Vergleich zum letzten Jahr, da hatten wir, glaube ich, 2 Pflanzen, jetzt haben wir ja, knapp 20. Ja. Also da sollte dann die Chance auf jeden Fall größer sein, dass einer eine bekommen kann. So ist es. Okay, gehen wir weiter. Gerne. So. Tür wieder zu. Ich bin auch ehrlich froh, dass die jetzt wieder zu ist, denn da drinnen ist es wirklich echt warm und richtig echt feucht. Und ich glaube, ich schwitze gerade zwischen den Beinen. So, und jetzt machen wir hier weiter mit weiteren großen, schönen Pflanzen. Genau, hier ist sozusagen die andere Seite der Big Leaf Collection. Ja, imposant natürlich hier, der große Trümmer, der Philodendron Melanocrysum. Ja, ist schon eine Ansage. Ich sag mal, ne, so einen ganzen Unterarm voll Blatt. Die meisten von euch werden nur diese kleinen Jungpflanzen kennen. Ja. Ich sag mal, gegebenenfalls, nehmen wir jetzt hier wie beim Gigas, so eine Größe werden die meisten von euch kennen. Ja. Aber das sieht man doch schon eher etwas seltener. Besonders, jetzt kann ich mal heimlich hier so um die Ecke, guck mal da, der ist sogar panaschiert. Leute, ey. Aber ja, okay. Man kann es sehen, das ist eine spontane Mutation im Bereich dieses einen Blattes, dass es nicht stabil ist. Wäre das stabil, wäre ich jetzt Porsche-Fahrer wieder, dann hätte ich wieder einen Glücksgriff. Aber leider ist es halt nur, das passiert immer wieder. Wir werden oft auch gefragt mit Beispielbildern aus dem Gartencenter, ist das panaschiert, ist das was Tolles? Ja, eher selten, weil so eine Panaschierung bei einem Blatt, wenn da mal so ein Pünktchen eine andere Farbe hat, ist es halt eine Mutation. Das ist wie bei uns Muttermal. Ich sag mal, das kommt dann beim nächsten Blatt meistens eher nicht mehr. Wenn es natürlich eine stabil in jedem Blatt vorhanden ist, ja, dann kann man von einer stabilen Panaschierung ausgehen. Aber sowas hier ist eine Spontanmutation. Das ist dann eigentlich, ist es schön, aber ja. Wenn, man muss sich das so vorstellen, man steht morgens auf, denkt sich so, wie weit ist denn jetzt der Blatt beim Ausrollen? Dann guckt man da so drauf und findet dann auf einmal das. Ja, richtig. Also glücklich ist man dann auf jeden Definitiv, Fall. Das auf jeden Fall, aber nun ja. Ja, genau, aber am Ende des Tages bleibt es wahrscheinlich dann nur bei diesem einen Blatt. Es wird dieses eine. Trotzdem eine schöne Geschichte, gerade wenn man sowieso schon so eine richtig geile Pflanze da stehen hat und dann kommt die Pflanze einfach mal auf die Idee, ach, mache ich doch mal so ein Blatt, ne? Genau. Also von daher geil und ich glaube, wir sind alle neidisch. ja, und wie gesagt, von der Größe her ist es halt auch richtig heftig, ne? Und hier unten haben wir dann auch noch so ein paar. Ich wollte gerade sagen, bei ihmchen hier, muss ich jetzt selber gerade lügen, müsste eigentlich, ja, das wäre jetzt...
raten gerade, weil da ja, meine Frau, ob es jetzt Sodi Roy oder Plomani, aber ich glaube, das geht mehr in Richtung Sodi Roy, meine ich. Es gibt so viele Pflanzen und man kann nicht immer hundertprozentig... Bei jeder bin ich mir sowieso. Ja. Und heutzutage ist ja noch das Hauptproblem, dass viele davon ja auch dann irgendwie noch gekreuzt sind und irgendwelche Hybriden oder Unterarten sind. Ja, und ich sag mal so, diese Aussage zu der Pflanze mal ohne Gewehr. So, aber bei der wissen wir es, ne? Definitiv. Monstera, Bosniana Variegata, also die kletternde Form, die Small Form. Aber... Ja, was viele auch dann halt fehlinterpretieren, die hat zwar schon Löcher, ne, das heißt, es ist sozusagen die adulte Form der Blätter, aber trotzdem ist es sozusagen die Small Form. Das heißt, klar, die wird irgendwann Riesenblätter bekommen, wenn man sie lässt, aber vom Stil her, vom Wuchs her kann man es erkennen, dass halt die klassisch kletternde und die andere, diese Large Form, ist ja eigentlich eher die kriechende. Das sieht man in den meisten Fällen halt sehr gut an den Stielen, und zwar nennt man das Internodien, also der Bereich zwischen zwei Blattachseln. Wenn der da so ein bisschen weiter ist, als jetzt beispielsweise hier, da wächst alles quasi aus einem Klumpen heraus. Und hier ist dann so, da kommt der Haupttrieb und dann hat man hier beispielsweise und dann hat man hier den nächsten Nodienpunkt und so geht es dann halt weiter oder hier, da, da. Ja, okay, und dann sind wir jetzt hier hinten. Mein Gott. Ja, überall. Ja. Hinterste Ecke siehst du zum Beispiel Monstera Thai Constellation. Ja, die ist jetzt noch eine etwas kleinere. Wir haben im Haus noch versteckt eine etwas größere, die ist so groß wie unsere Large-Form auch. Ja. Ist ja auch von der Wuchsform eher wie eine Large-Form, das heißt diese kriechende Ausführung. Das heißt, sie klettert nicht direkt, sondern sie kriecht auch eher. Mhm. Dementsprechend auch sehr schwer zu vermehren, wächst sehr, sehr, sehr langsam. Ja, ist ein Evergreen, jeder will sie haben, aber sie ist so schwer zu bekommen und so schwer zu vermehren. Und deswegen. Deswegen ist auch der Preis so, wie er ist. Leider, leider. Ja. Wobei, ich sag mal so, da denke ich auch immer noch, es ist eine Kartellsache, das ist Absprache. Ja, also ich schätze mal, so eine Größe, was würdest du dafür normalerweise jetzt so zahlen, wenn du sie irgendwo kaufen würdest? Boah, bestimmt so 500. Ich denke mal so in dem Bereich 400, 500 Euro wird sowas sein. Wenn nicht sogar mehr, ne? Also je nachdem, wo man sie kauft. Genau, richtig. Ja, aber ist auf jeden Fall richtig teuer. Und das Krasse war, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich die für 79 Euro gekauft. 79 Euro. Also das ist verrückt. Manchmal ist es so, wie es ist. Vor zwei Jahren für 80 Euro und jetzt kann man da vielleicht sogar eine Null dranhängen, je nachdem, wo man kauft. Ja, richtig. Das ist einfach heftig. Okay, aber so bleiben unsere Pflanzen ja auch alle nicht einfach irgendwie Ramschware, sondern so hat man seine Besonderheiten und dann ist nicht direkt morgen der Tag gekommen, wo man alle seine Lieblingspflanzen hat, sondern dass man seine Pflanzen... Man spart und man arbeitet oder in der Regel wie die meisten tauschen. Ne, hin und her tauschen und letzten Endes vom kleinen Kugelschreiber zum Einfamilienhaus hochtauschen. Ja. Weil jeder sucht das andere und der eine sucht dieses und jenes und da kann man es hin und her tauschen. Das ist das Schöne dabei. Wo wir gerade beim Thema Tauschen sind, Leute, da muss ich mal kurz was zu sagen. Und zwar findet im Mai, am 7. Mai, die Messe statt in Hamm. Und zwar die Botanica. Ihr werdet nicht vor Ort sein? Nicht als Aussteller, wir werden halt... Als Besucher da sein. Als Besucher da sein. Wir gucken mal, dass wir da einen kleinen Stand haben, wo vielleicht dann auch der Chris mit dabei ist, vielleicht auch mit der Jenny. Und dann kann man da auch nochmal so ein bisschen quatschen. Da habt ihr aber auch die Möglichkeit, eure Pflanzen selber mitzunehmen, wenn ihr ein paar über habt, weil da ist die Community hoffentlich in einer großen Stückzahl vor Ort. Da hat man dann die Möglichkeit, dann auch nochmal seine Pflanzen zu tauschen und natürlich auch zu kaufen, ne? Weil da werden größere Aussteller auch mit vor Ort sein. Und ja, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Aber die Messe ist dann... Und wir sind hier im Jetzt und deswegen machen wir weiter. Richtig. Okay, ja, dann sehe ich weiter. Hier sind immer noch relativ große Pflanzen, ne? Ja, groß ist ja immer Auslegungssache. Ich sag mal hier, es wirkt als große Pflanze, aber da, ich sag mal, ist der Trick 17. Das Problem werdet ihr auch alle haben, definitiv Platzproblem. Platzproblem, wir haben es ja auf der anderen Seite des Raumes schon mal mit der Fensterbank angesprochen. Wir haben, ja... Das ist kein Geheimtipp, aber wir haben einfach aus Platzgründen gesagt, ja, warum soll ich jetzt eine kleine Pflanze nehmen und dafür einen Topf verbrauchen, wenn ich auch zwei oder mehrere Pflanzen in den gleichen Topf pflanzen kann. Und so entstand halt dieser kleine Koloss. Da haben wir halt einfach zwei Monstera Variegatas zusammen getopft. Ja. Die nehmen von der Grundfläche her den gleichen Platz ein, aber ja, der Vorteil ist, es sieht halt einfach imposanter aus. Es wirkt wie ein Riesentrümmer. Ja. So, gerade ja, bei der Monstera macht es jetzt... In dem Sinne, ja, nicht so viel her, aber gerade bei Syngonien.
Zygonien kennt man ja eigentlich immer so eine kleine Pflanze mit so einem kleinen Büschelchen. Aber wenn man davon mehrere in einem Topf hat, sieht es einfach viel, viel schöner aus. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Und man hat das Argument bei irgendwem, ja, ich habe keinen Platz mehr. Nein, nein, du kannst zusammen topfen. Sieht A schöner aus und man hat wieder neuen Platz. Noch so ein etwas größerer, ich sag mal nochmal der Armvergleich, ne, ja. Also ähnliche Größe wie das Melon- und Chrysomblatt, ist eine Monstera, auch eine Large Form Monstera, ist eine Mint. Mint in dem Sinne halt auch, ich sag mal, die ist nicht komplett gelb, die ist nicht komplett weiß, die ist halt, ja, so Mint. Ja, und deswegen ist halt nochmal was ganz anderes, ist wunderschön, hatte man auch so lange Zeit nie so richtig auf dem Schirm und wenn dann nur halt zu echt horrenden Preisen und mittlerweile, ja, fallen die Preise, dass man da auch mal irgendwann die Chance hat, an sowas dran zu kommen. Mhm. Irgendwann. Ja, irgendwann. Also dieses Jahr noch jenseits von Gut und Böse. Ne? Aktuell, ich habe es jetzt vor kurzem in einem Online-Shop gefunden für, ich glaube, 8.000 Euro. Ja. Habe ich gesagt, das ist verrückt. Würde ich persönlich nie zahlen. Also ich sage mal, meine Hemmschwelle ist mittlerweile auch sehr gestiegen. Am Anfang waren es so die markante 100-Euro-Schwelle. Ja. Dann waren es irgendwann die 1.000-Euro-Schwelle mittlerweile. Ja. Kann man auch andere Summen ausgeben, aber das ist verrückt. Also ja. Da finde ich auch, die Relation ist nicht mehr, das ist einfach nur, ja. Aber so ticken die Leute halt unterschiedlich. Ne? Ich kenne dann zum Beispiel auch Leute, die mich dann anschreiben, die sagen, oh, ich habe mir eine 8.000 Euro Pflanze geholt, kannst du mir mal sagen, warum die auf einmal braune Blätter kriegt? Hat gerade mit dem Pflanzenhobby begonnen. Ja. Und dann steht man da und denkt sich, okay, ja, vielleicht ein bisschen heftig gerade, aber solche, absolut, ja. Ne, diese Menschen gibt es auch. Solche Anfragen kriege ich auch regelmäßig bei Instagram, dass ich Leute halt, die, ja, ich habe gerade frisch angefangen, ich habe jetzt hier eine für 1.000 Euro mir eine Pflanze gekauft, wie soll ich sie pflegen. Leute, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr euch eine teure Pflanze kauft, dann informiert euch vorher. Und wenn ihr euch unsicher seid, kauft euch erstmal die günstige Variante davon, schaut, ob ihr damit klarkommt und dann könnt ihr immer noch upgraden und die panaschierte Version kaufen, weil dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Bitte merken. Oh mein Gott! Wieder zurück in die Ecke. Genau. Jetzt machen wir hier weiter und ja, es geht auf jeden Fall gut weiter, wie ich gerade sehe. Ja, von allem so ein bisschen. Ich sage halt, das ist unsere, ja, ich nenne liebevoll voll immer den Showroom. Ja. Hier kann man halt viele Sachen sehen, die man sonst nur auf Instagram sieht. Ne? Ja. Auf irgendwelchen Fotos, mit Photoshop hergerichtet, in dem perfekten Licht gedreht. Dann denkt man sich, wow, die will ich haben. In live denke ich mir so, ja, okay, die ist schön, aber ja, auf Fotos sah es schöner aus. Aber nun ja, da ist trotzdem die Sammelleidenschaft einfach hinter. Ja. Was siehst du hier? Ja, lass mich überlegen grob. Den Philodendron Red Anderson, da ist es ja auch die Unterschiede, ist er jetzt die Pink Princess, ist es ein White Knight, da gehen ja auch die ganzen Meinungen immer unter durcheinander, aber man kann es halt hauptsächlich wirklich an Stielen erkennen, dass da halt der Pink-Anteil mit drin ist, aber dann halt trotzdem der Weißanteil in den Blättern. Ja. So bei und der Pink Princess wäre es dann komplett pink. Ja. Ne? Aber auch ein bisschen an der Blattform, glaube ich. Ne? Ja, bei den Einzelnen auch. Ein bisschen runder und bei der ja, aber ich bin da das auch. Ist, das ist wirklich, ich sag mal, auch wieder eine Wissenschaft für sich. Ja. Da dann zwischendurch gerade der White Knight, wenn der entsprechend gefärbt ist, der ähnelt sich schon sehr stark diesem Anderson. Da muss man halt immer schauen, was ist jetzt gerade. Ja. Aber ja, da gibt es, meine Frau hat da ein super Auge für. Und jetzt die Thematik auf jeden Fall. Sehen wir hier die ganzen Pflanzen. Ich schwenke hier einmal so rum für euch. Und die stehen jetzt alle hier einfach so, ja, wie soll ich sagen, im Raum. Genau. Ne? Ja, die sehen ja auch alle gut aus. Klar hat man mal hier und da mal irgendwo, ich suche jetzt gerade mal, da zum Beispiel die Anthurie, da hat man mal irgendwo einen braunen Fleck, wobei das ist, glaube ich, irgendwo, weil man irgendwie... Das ist eine Beschädigung. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, da sind wir mal irgendwo angeeckt. Ja. Aber so, klar, ich sag mal, wie in jeder Sammlung oder in jeder Pflanzenanhäufung gibt es mal ein braunes Blatt. Ja. Das bleibt nicht aus, das ist ganz natürlich. Da wird auch mal ein Blatt ein bisschen einen Gelbstich haben, weil es bald sterben wird und abfallen wird. Das können auch wir haben keine, ich habe jetzt hier nicht die Zauberhände, dass ich jetzt meine Pflanzen ewig gesund halte. Ja. Also das kann immer passieren, auch den erfahrenen Leuten wie uns kann das mal passieren, dass eine Pflanze stirbt. Und es kann auch selbst passieren, wenn man hier solche Indoor-Gewächshäuser hat. Oder ich wollte gerade sagen, also wir sind alles nur Menschen, das ist keine Hexerei, keine Magie. Ihr könnt das wahrscheinlich genauso gut wie wir. Wir haben halt nur, mehr. Und ja, da ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen... Die Masse macht wie sagt man so schön, jetzt fehlen mir die Worte, wie kann man es ein bisschen beschreiben? Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist die gleiche Thematik, korrigiere mich, wenn ich jetzt auf dem falschen Trichter bin, aber das ist diese Thematik, die wir auch angesprochen hatten in dem Video bei der Vivian, bei Sphinx and Plants mit Momo auf der Couch und mit der Vivian. Wenn man nur 2-3 Pflanzen hat,
dann kümmert man sich so übertrieben um diese zwei Pflanzen. Ich wollte gerade sagen, Helikoptermutter, ne? Genau, oder genau, so, ne, man dreht sich ständig. Oh, da ist irgendwas, ich muss sofort handeln und genau. So, unter der Masse geht aber das Individuum leider unter. Genau. Das hat Vor- als auch Nachteile. Ja. Wir haben es selber hier erlebt, wir haben dann mal in irgendeiner Ecke was Tolles vergessen. Ja, ja, das war dann sehr ärgerlich. Okay, das ist doof, aber grundsätzlich sind gerade viele Pflanzen eher gut, weil man sie dann nicht überpflegt. Definitiv. Weniger ist mehr. Genau. Ein Tipp für euch, weniger ist mehr. Weniger gießen, weniger drumherum machen und tun. Einfach lasst die Pflanze leben, genau. Die lebt auch ohne euch weiter. Genau. Und dann habt ihr auch kein Problem mit Trauermücken, weil gerade auch Gießen ist so ein Thema, gerade bei Leuten, die jetzt gerade anfangen und viel, viel gießen, weil sie halt nur zwei, drei Pflanzen haben. Ja, hier so eine Pflanze, wie oft gießt da jetzt zum Beispiel hier die Monstera? Vielleicht zweimal im Monat, maximal ein Schlückchen rein. So. Lieber ein bisschen zu wenig und dann öfters, ne, anstatt einmal zu viel und dann überwässern, überdüngen und überpflegen. So, siehst du, da also haben wir das auch. Ne? Genau. Das ist auch nochmal ein wichtiges Ding, Leute. Okay, jetzt gehen wir hier. Hier so ein altes Terrarium, was quasi ich als grad sagen. Pflanzen, ja, wie soll man sagen, Pflanzen. Ah, guck mal, da ist wieder eine Karnivore, Leute. Ja, richtig. Heute ist das Video der Karnivoren. Definitiv, Sonnentau, ne, halt auch. Gerade wir nutzen halt diese geschlossenen Gewächshäuser oder Terrarien, was auch immer. Man kann auch Vitrinen nutzen, einfach um Pflanzen, die etwas gestresster sind, ein angenehmes Klima zu schaffen. Das heißt, eine warme Temperatur, eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, eine gute Beleuchtung, das sind so unsere Mittel, damit es einfach wächst. Ja. Ja, damit sie gesunde Wurzeln austreiben, damit sie entsprechende Luftwurzeln austreiben, die dann halt erst recht wieder in die Erde kommen können, um die Pflanze halt wieder mehr Wuchs zu geben. Ja. Somit, wenn man halt eine gestresste Pflanze hat, die kann man bei höherer Luftfeuchtigkeit ein bisschen akklimatisieren und rehabilitieren, eher so gesehen. Und wenn sie dann irgendwann etabliert ist, das heißt ausreichend Wurzeln da sind, ausreichend Blattwerk da ist, dann kann man die ohne Probleme aus den ganzen Kisten hier rausnehmen. Jetzt nicht sofort, ne? Also da Tipp an euch auch so ein bisschen, wenn ihr so eine geschlossene Kiste habt, öffnet die mal kurz, lasst da mal ein bisschen Frischluft rein und macht es nicht so, ja, wie sagt man so schön, mit dem T-Shirt in den Winter rausstellen, ist für uns auch blöd. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid jetzt... Ihr fliegt jetzt von Düsseldorf los, und zwar nach Ägypten. Nach Ägypten, genau. Ihr fliegt hier bei minus 5 Grad los, macht jetzt zum ersten Mal die Tür auf am Flughafen in Hurghada. Ja, und kriegt den Dampfer mal. Genau, und ungefähr so fühlt sich dann eure Pflanze auch. Ja, das eigentlich heißt, nicht, das mag sie. Umgekehrt wäre es schlimmer. Ihr kommt gerade aus Hurghada nach zwei Wochen Urlaub und steigt in Düsseldorf bei minus 15 Grad wieder aus. Das genauso sieht die Pflanze das auch. Und gibt der Zeit, so ein bisschen die klimatischen Bedingungen anzupassen. Das heißt, öffnet die geschlossenen Behältnisse halt, gibt da ein bisschen kühlere Luft rein. Nicht in einem Tag, nicht in zwei Tagen, macht so drei, vier Tage, gibt denen Zeit, sich langsam sozusagen an die anderen Bedingungen anzupassen und dann könntet ihr in den Raum stellen und ihr seht, wir haben viele davon hier im Raum stehen. Ja, und denen geht es ja auch gut, ohne halt diese hohe Luftfeuchtigkeit, ohne diese hohen Temperaturen. Einfach sukzessive dran gewöhnen. Genau. Ja. Das ist ein Billy. Das ist aber sozusagen leider nicht. Wäre schön, wenn ich die in der Größe als panaschierte Ausführung hätte. Ja. Das ist halt der ganz normale Billy. Aber ich liebe einfach diese Blattform, diese gelängliche Blattform. Und wunderschöne Pflanze. Ja, und auch die Stiele, ne? Das vergessen auch viele. Genau, die orangenen Stiele, das ist sozusagen das Zeichen für den echten Billy-Tee. Ja. Es gibt ja sozusagen noch einen Hybriden, das ist ja so der sogenannte Atabapuense. Genau, den man nicht aussprechen kann. Lass mich nicht lügen, ich glaube, der steht sogar hier. Ne, hier als kleine Form. Ja. Und da kann man zum Beispiel erkennen, der Stiel ist eher etwas grün. Aber die und die Blattunterseite. Da sieht man es besonders in dieses Auberginefarbene, dass da halt wirklich, ich sag mal, der Unterschied zu erkennen ist. Ja, und halt auch die Wuchsform, dieser klettert wirklich wie, ich sag mal, wie eine Smallform Monstera variegata. Borsignane, die klettert in die Höhe. Der Billy, der klettert irgendwann auch, aber am Anfang eher nicht so extrem. Ja. Genau, die grüne Blattunterseite im Vergleich zu der violetten, sagen wir es mal so, und dann halt einfach der orangene Stiel im Vergleich zu den grünlichen oder teils auch rötlichen bei den neueren. Ja. So, Endspurt, Leute. Wer übrigens jetzt immer noch dabei ist, der geht jetzt mal unten ganz schnell unter das Video und abonniert diesen Kanal. Leute. Ich wollte gerade sagen, wer so lange ein Video guckt von uns beiden Trotteln, die hier Unsinn reden, der muss verrückt sein und der muss es lieben und will sowas weitersehen. Genau, genau, deswegen. Also ich glaube, die Leute, die jetzt noch dran sind, haben eh schon immer abonniert. Aber diejenigen unter euch, die noch nicht abonniert haben, unten mal reingehen, ruhig mal abonnieren und ansonsten auch, nennen gefällt mir. Okay. Definitiv. Wenn es euch denn gefällt, aber das hoffe ich nochmal. Ja, aber wer so lange guckt, dem wird das gefallen. Ja, ich denke. Die letzten paar Meter aus diesem ganzen Sammelsorium. Was ist das denn hier?
Das ist keine echte Pflanze, oder? Nein, das ist eine gefakte. Wobei, das wäre toll, wenn die so aussehen könnte. Ja. Ja, das war so eine Bastelei, die ich mir mal angestrebt habe und vielleicht auch bald in Serie produzieren kann. Das ist aus Plexiglas eingraviertes Monstera-Blatt, was von unten dann cool beleuchtet ist. Ist abends so als Nachttischlämpchen schon echt cool, glaube ich. Ja. Da habe ich noch so in Planung dieses Jahr so ein paar andere Motive noch drauf zu machen. Ja, mal gucken, das könntet ihr vielleicht auch irgendwo bei mir im Shop dann bald finden. Auf so einem Holzsockelchen, ja, genau, so Holzsockel beleuchtet. Aus, ja. Aber ja, wir sind ja wegen richtigen Pflanzen hier, nicht wegen Kunstpflanzen. Richtig. Wobei, ist das eine Kunstpflanze? Egal. Ja, was haben wir hier? Auf den letzten paar Metern haben wir unter, ja, gemischte Tüte, nenne ich sie liebevoll immer. Aber eine heftige Tüte, ne? Ja, wir nutzen halt wirklich jeden Zentimeter und alles, was wir gerade in der Hand haben, stellen wir dann irgendwo dabei, weil das Schöne auch an so einer Massenpflanzenhaltung, nenne ich sie dann auch mal, die Pflanzen geben ja eine Luftfeuchtigkeit ab. Das heißt auch, ja, der ganze Raum selber im Bereich um die Pflanzen hat eine entsprechende Luftfeuchtigkeit, eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, was die anderen Pflanzen wieder mögen. Und ja, so gesehen, die Pflanzen reden ja auch miteinander, wenn wir nicht mit denen reden. Und ja, das ganze Klima um die Pflanzen drumherum ist einfach ideal für die nächste Pflanze. Und deswegen ist so eine, ja, Gruppenhaltung wirklich, ja, eigentlich eine ganz gute Sache. Hier kann man es auch sehen, vor allem mal als Beispiel auf unserem kleinen Thermo-Hypometer. Wir haben jetzt hier im Raum aktuell 67% Luftfeuchtigkeit. Ne? Packt euch ein paar Pflanzen zusammen, das heißt, denen geht es in dem Bereich super gut. Das Raumklima wird verbessert, Sauerstoff etc., euer CO2 wird abgearbeitet. Ja. Ja, und es ist einfach wunderschön. Genau, und das hatte ich auch schon in mehreren Videos angesprochen, dass gerade, wenn ihr Pflanzen habt und ihr fangt jetzt vielleicht auch gerade an mit dieser ganzen Geschichte, packt nicht die eine Pflanze irgendwie ins Badezimmer, die andere ins Schlafzimmer und die andere möglichst da, wo ihr dann auch seid, damit ihr auch was, genau, von den Pflanzen habt, ruhig ins Wohnzimmer und dann profitieren die Pflanzen. Das ist nicht unbedingt eine Kettenreaktion, aber schon so kann man so ein bisschen so erklären, ja, ne, dass halt durch die, ja, ich sag jetzt mal Luftfeuchtigkeit, die durch so eine Pflanze auch abgegeben, genau, wird. Genau, die verdunsten ja über die Blätter, genau, genau, letzten Endes. Ja, eine Luftfeuchtigkeit, der Stoffwechsel der Pflanze funktioniert ja über Verdunstung, ne, und dadurch zieht sie sich über den Sogeffekt aus den Wurzeln neues Wasser hoch. Genau. In dem Bereich der Blätter ist halt eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, was dann natürlich der anderen Pflanze drumherum auch wieder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit für sie über ihre Luftwurzeln dann entsprechend annehmen kann. So, und das ist eigentlich, ja, meines Erachtens nach eine super Möglichkeit, genau, um halt auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, die besondere Pflanze einfach so im Raum stehen zu haben. Genau. Weil, ja, ne, ich könnte, wenn ich will, ja, auch eine ganz zerbrechliche, empfindliche Pflanze dabei stellen. Das geht, wenn man halt sich Zeit lässt. Genau. Ne, das ist genau das Gleiche, was wir gerade gesagt haben mit dem Flugzeug. Genau, wenn man den lange genug Zeit lässt, kann man auch, ja, die, ja, relativ empfindlichste Pflanze irgendwann auch im Wohnzimmer stehen, ja, haben. Ich nehme ja heute auch noch meine Wishlist-Pflanze mit und die hat ja auch den Ruf, dass die, ich sag jetzt mal, was Luftfeuchtigkeit angeht, ja, ein bisschen empfindlicher, bisschen empfindlicher ist. Und da bin ich natürlich babomäßig genug drauf, dass ich da versuche, diese Pflanze dann auch außerhalb eines Gewächshauses oder mit hoher Luftfeuchtigkeit weiter zu pflegen. Und ja, die gucken wir uns gleich übrigens noch an. Wir sind ja noch nicht durch. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht durch. Also, was haben wir hier so grob stehen? Rapidophora, ja, Tetrasperma, Mint, ja, Variegata, in unterschiedlichen Ausführungen, halt mit so einem klassischen, ja, halben Blatt, ne, diese Half Moon, sagt ja die Leute, ne, so diese halb panaschierten Blätter, ja, dann halt auch mit so, ja, eher so einem gemottelten, also wirklich durchgehend gesprenkelten Blatt. Ja, leider natürlich auch mit solchen Blättern, ne, also Schande auf mein Haupt, dass ich euch sowas zeige, aber mehr Realität in sozialen Medien. Wir haben auch Blätter, die scheiße aussehen. Genau, zum Beispiel auch hier. Ach Mensch, Verräter. Ja, die kleine Tricolor hier, klar. Auch die hat hier unten halt mal ein gelbes Blatt. Ne, das passiert auch, ja, uns. Obenrum hat sie zum Glück nicht, ja, aber unten kommt halt wenig Licht an. Und deswegen werden die Blätter halt unten eher dann mal, die alten Blätter halt abgestoßen. Ja, und dann werden sie erst gelb, die Pflanze zieht sich die Energie raus und dann werden sie irgendwann abgestoßen. Man kann sie... Boah, die fallen in der Regel dann eigentlich ab, aber... Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema, das sind Pflanzen. Ne? Das ist ein Naturprodukt. So, jetzt steht hier neben uns die Vitrine und zwar befindet sich da drin meine Wishlist-Pflanze 2022 Numero Uno. Ja, ich kann sie dir gerne mal aufmachen, die Vitrine. Ja. Dann kannst du ein bisschen näher rangucken. Ja. Da haben wir halt auch gesammelte Werke von ein bisschen hier. Ja. Genau, die du jetzt gerade zeigst, die Caramel Marble Philodendron.
Ja, mit einem wunderschönen neuen Blatt. Das ist auch immer so ein Glücksspiel, ob das Blatt panaschiert oder nicht panaschiert rauskommt. Haben wir halt mal Glück gehabt, dass unser Cutting ja panaschiert ausgetrieben ist und somit keine Nullnummer wird, sondern wir vielleicht jemanden finden, der die halt haben möchte. Ja, sehr cool. Und die habt ihr auch noch als Mutterpflanze irgendwo, oder ist das? Ja, genau. Ja. Da kann ich dir nachher einmal zeigen. Wir haben noch in unserem Wohnzimmer ein Gewächshaus, da steht zum Beispiel die große Mutterpflanze. Und in einem anderen Gewächshaus hatten wir auch noch eine Mutterpflanze. Wir haben mehrere leider. Ja. Das klingt arrogant. Ja, ja, aber leider. Aber ich merke schon, das Video wird hier gigantisch. Also das ist ja so viel zu sehen hier, Leute. Ja, hier unser kleiner Billy. Ja. Ne, der Billy T. Variegata auch nochmal in klein. Okay, und jetzt kommen wir zu meiner Pflanze, Leute. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen in meinen Story-Postings auf Instagram, sofern ihr denn Instagram nutzt. Und zwar ist das hier. Die Alocasia Jacqueline. So, jetzt steht sie extra nochmal für euch hier. Und wie man erkennen kann, die kann auf jeden Fall richtig was. Chris, was sagst du dazu? Knaller. Also ich sag mal, Blattform finde ich schon erstmal richtig, richtig cool. Kennt man so, ja. So kaum bis gar nicht. Ja, oder? Und und die Blattoberfläche. Genau, das ist einfach das, was keiner von euch auf dem Video erkennt, beziehungsweise fühlt, solange er sie nicht selber mal gefühlt hat. Ja. Ne, man, ja, diese Borsten, die da drauf sind, das ist einfach, irgendwie faszinierend. Ja, oder? Und wie gesagt, Blattform, dann auch die Blattadern, die ganze Blattoberfläche, die hat halt einfach wirklich eine, für mich eine richtig krasse Besonderheit. Und deswegen freue ich mich, dass ich mir die heute hier holen kann. Und wie man auch sieht, ist die auch schon hier anständig bewurzelt. Also das Wurzelwerk ist grandios. Und ja, ich freue mich drauf. Diese Pflanze werdet ihr natürlich auch in der nächsten Zeit auf meinem Kanal dann sehen. Mal gucken, wo wir sie reintopfen, ob Pon bzw. mineralisches Substrat oder in Erde, das weiß ich noch nicht. Falls ihr da irgendeinen Favoriten wünscht oder wenn ihr wollt, dass ich die gerne in Erde oder weiß der Geier wo kultiviere, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Das war jetzt auch wieder Ewigkeiten. Boah, so, ich weiß gar nicht, wie ihr es alleine durchgehalten habt, so lange bei uns unser Geplapper hier anzuhören. Ich weiß auch nicht, aber Wahnsinn. Aber es hat jetzt ein Ende, liebe Leute. Ihr könnt jetzt wieder aufatmen. Wenn ihr Bock habt, eine Pflanze zu kaufen, beispielsweise beim Variegata.de, beim Chris, bei der Jenny, dann gucken wir auf die Internetseite. Wie gesagt, es muss noch ein bisschen fortgeschrittener sein von der Jahreszeit. Und ansonsten, wenn ihr aus dem Bereich Ruhrgebiet kommt oder auch mal Lust habt, mal 200 Kilometer zu fahren, seid ihr herzlich willkommen. Genau, dann könnt ihr auch mal gerne mal hier anfragen, ob ihr dann mal vorbeikommen könnt. Und ansonsten spätestens zum Hofladentermin, der dann entsprechend dann im bei Frühling, wenn das Temperatur einfach es zulässt. Könnt ihr vorbeikommen. Bei dem ersten Termin werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Vielleicht auch beim zweiten. Vielleicht auch beim zweiten. Und dritten. Vielleicht auch beim dritten. Und die Sarah ist übrigens dann auch da. Genau. Und da wird es auf jeden Fall eine richtig coole Nummer werden. Da weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall, es werden sehr viele Leute da sein. Und man kennt irgendwen immer. Und durch Zufall lernt man dann irgendwen kennen, der wen kennt, der wen kennt. Das ist ein großes Community-Treffen. So ist es. Alleine nur der Austausch, gar nicht, ich sag mal, da sind die Pflanzen teilweise gar nicht mehr. Das Interessante ist eigentlich der Austausch zwischen den Leuten, so wie wir es heute gemacht haben. Ja. So, und das ist das, was halt eigentlich diese, ja, ich nenne sie liebevoll, die Community eigentlich ausmacht. So ist es, so sehe ich es auch. Die Community wächst gerade enorm und seid ein Teil davon. Das ist geil, das findet der Chris geil, das findet ich geil und das findet auch der Apollo. Apollo. Und das findet auch der Apollo richtig geil. Der guckt jetzt gerade komisch. Genau. Ja, an dieser Stelle kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein. Aber nicht zu viel.